tut mir echt leid, Neffe. Ah. Ach komm, Mann, Alter, ich wollte... Okay. Ich kann dich da nicht rauslassen. Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist. Ach, ich soll mich hier verkriechen? Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen, aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe? Aber dann mich verarschen, Alter? Das ist ja... Doch, das war Verrat, Mann. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie. Und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du sperrst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du unter Schützen? Verdammt, Miles. Ich will dich nicht auch verlieren. An das hättest du vorher denken sollen, als du zu Krieger meine Position gesagt hast. Andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Nope, jetzt geht's los. Nennt man, glaube ich, Familienduell. Ich will nicht. Aber hier kann ich nicht bleiben. Dann tue ich, was ich tun muss. Dich schützen. Ja. Lass dir von deinen Neffen in die Fresse schlagen, Alter. Hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Gib bloß nicht dir die Schuld. Oh, Mist. Seine Tarntechnik. Ich muss sie kurz schließen. Da kann ich den Trick kontern. Ja. Wann verstehst du endlich, dass ich für diese Stadt kämpfen muss? Ja. Ich bräuchte, glaube ich, so... Ach komm, Alter. Wenn Dad uns sehen könnte. Ihr würdet verstehen, dass ich dich schützen muss. Okay, da ist er. Du begreifst das nicht. Ich bin der Einzige, der dich retten will. Und ich will alle anderen retten. Okay, Black Panther. Du glaubst, du kannst Tinkerer und Rockson besiegen? Kannst du nicht? Alter, was ist denn? Ich muss es versuchen. Er kassiert halt nur einen Schlag und dann ist er schon wieder unsichtbar. Er lehrte mich, meine Belange zurückzustellen. Und dann weicht er auf. So schnell ist er gar nicht. Du kapierst nicht, wie die Realität ist. Nicht, wenn wir sie besser machen. Na toll. Okay, ich muss ihn irgendwie schocken, glaube ich. Du hast immer nur für dich selbst gekämpft. Vielleicht bin ich deshalb noch am Leben. Mann! Ich bräuchte, glaube ich, so einen richtigen, eine fette Explosion. Oh shit, okay. Bleib bloß weg von den Dingern. Wo ist er jetzt? Alter, okay. Muss keine Fallen auflösen. Ah, ab und zu will ich einfach das Ding boxen, ey. Oh, jetzt.
ziemlich scheiße mit dem Tarnen, Alter. Du stellst dich gegen den, den du nicht schlagen kannst. Und wer hat das doch gemacht? Sag nicht seinen Namen! Soll deine Mom dich auch begraben? Das lasse ich nicht zu. Hologramme? Mehr Technik von deinen Roxxon-Freunden? Ah, ich habe auch welche. Aber ich weiß, dass die Leute zu mir aufschauen. Ja, wenn ich ihm einen Elektrokasten in die Fresse haue, dann sollte das eigentlich funktionieren. Du hättest mich nie als Spider-Man akzeptiert. Das Risiko, das ich eingehe. Du hast recht. Ich hab schon genug tote Hände in meiner Familie. Und noch ein Finisher, komm. Also ab und zu hat es mit der mit dem Controlling wollte ich sagen, Buchhaltung, mit dem Controller oder mit den Tasteneingaben zu tun, dass er nicht eine Finisher macht, sondern einfach so blöd hier rumspringt, ey. Wenn es sein muss. Was bist du schon ohne deine Kraft? Ein Junge. Komm bitte, mach das nicht. Lass dein Leben nicht weg. Ich tue, was ich tun muss. Genau wie du. Jetzt nimmt er die Leute immer mit. Ah, shit. Ich glaube, das ist einfach nur zum Aufladen. Das stimmt. Oh, verpiss dich, Mann. Beschissen Onkel, ey. Oh ja, das habe ich vergessen, das geht auch. Okay. Was gibt's denn das, Alter? Okay, jetzt aber. Tritt ihm die Fresse ein. Ich weiß, ich hab's versaut. Okay. Du bist enttäuscht. Aber wir sind Familie. Familie? Und trotzdem hast du mich belogen, mich manipuliert, mich bekämpft. Familie zu sein, das macht das nicht wett. Ja. So muss es doch nicht sein. Du, ich, dass wir uns hassen. So war es auch zwischen mir und deinem Dad. Ich will das nicht wiederholen. Ja, Alter, dann hättest du dann handeln sollen. Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst. Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde. Ich will's einfach besser machen. Ja, dann müsst ihr einfach nur den Handschuh ausziehen, dann ist er schon wieder draußen. Entführt und eingesperrt. Geht's dir gut? Wir haben gekämpft. Ich sagte, ich sei fertig mit ihm. Endgültig. Tut mir leid. Das war sicher nicht einfach. Ich okay. Musste es. Naja, geht halt. Ich bin unterwegs zum Science Center. Melde dich, wenn's in Harlem eng wird. Mach ich. Viel Glück, Spider-Man.